Ich führe jetzt gleich ein Interview mit Christina Fritz. Sie hat Biologie studiert und beschäftigt sich mit alternativen Heilmethoden und ganzheitlichen Ansätzen rund um das Pferd. Im heutigen Video erzählt sie uns etwas zum Thema Fütterung und Haltung von Fohlen und Absetzern. Sie erzählt uns auch, warum es so wichtig ist, direkt bei der Mutterstute mit der richtigen Fütterung anzufangen und wie die Fohlen am besten gesund aufwachsen können. Viel Spaß beim Video! Also, herzlich willkommen. Wir sprechen heute über Haltung und Fütterung von Jungpferden oder Fohlen und Absetzern. Vielleicht definieren wir erstmal, was ist denn ein Jungpferd und was ist ein Absetzer? Ja gut, ich meine, Absetzer ist halt immer in dem Moment, wo sie von der Mama wegkommen, was ja variiert ein bisschen. In der Zucht des Menschen heißt, reden wir da über Fohlen von, sage ich mal, so 4 bis 9 Monaten. In der Natur ist es eigentlich so bei Wildpferden, dass die Fohlen deutlich länger noch in der Gruppe bleiben. Das heißt, die Mutter ist meistens so, wenn die Fohlen so 9 bis 10 Monate alt sind, fängt sie an, das Fohlen langsam so wegzuscheuchen, nach dem Motto, bald kommt dein Geschwisterchen. Jetzt hör mal auf, hier zu nuckeln. Und die Fohlen bleiben dann meistens noch so, bis sie 2, 3 Jahre alt sind in der Gruppe. Und die Hengste werden dann halt aufmüpfig, die fangen an zu pubertieren, die werden dann meistens vom Althengst rausgescheucht und tun sich dann so einen Junggesellenbranden zusammen. Und die Stuten bleiben teilweise entweder in der Gruppe drin oder schließen sich halt mit einem anderen Hengst zusammen und bilden damit eine neue Gruppe. Also das ist vom Alter her also ein bisschen unterschiedlich. Wir sprechen eigentlich von einem Absetzer im Durchschnitt von irgendwie 6 Monate alten Fohlen. Und dann ist es ein Aufzuchtpferd. Und bis es dann zum Einreiten kommt, auch das variiert ja sehr stark zwischen, sage ich mal, Reitweisen und Pferderassen. Western fängt meistens so mit 2,5 an. In der klassischen Reiterei, also bei, sage ich mal, Dressurspringen und so weiter, Warmblutszene, die sind so mit 3 bis 4 Jahren dabei. Isländer hat man früher wesentlich später angeritten, also vor 5, 6 Jahren hat man sich normalerweise nicht auf den Isländer draufgesetzt, das hat sich auch geändert, die sind jetzt früher dran. Aber eigentlich ist jedes Pferd erst mit 6 Jahren ausgewachsen. Also ganz egal, was für eine Rasse ich da habe, egal wie ich sie fütter, bis 6 Jahre wachsen Pferde in die Höhe und dann wachsen sie nochmal bis 8 quasi in die Breite. Also bis 6 Jahre geht alles einfach in Längenwachstum, die Knochen wachsen in die Länge. Und dann fangen sie nochmal an, Masse anzusetzen. Und mit 8 Jahren hat man dann eigentlich ein fertiges Pferd. Und das ist ganz egal, worüber wir reden, ob wir jetzt über ein Quarter reden oder ein Warmblut oder ein Spanier. Mit 8 sind sie dann wirklich, da hat man ein fertiges Pferd im Stall. Da sind dann manche Pferde, die im Sport gegangen sind, auch schon wirklich fertig. Mhm, ja, traurig eigentlich, gell? Ja. Gerade ausgewachsen und dann schon Rentner. Genau. Ja, okay. Unser Thema ist ja Absetzer und da Haltung und Fütterung. Mhm. Vielleicht fangen wir mal noch ein bisschen davor an mit der Mutterstute. Das ist ja auch schon wichtig, was das Fohlen einfach von Anfang an mitkriegt. Was gibt es denn da zu beachten? Ja, das ist vielen Leuten gar nicht klar, dass eigentlich die Gesundheit ihres Fohlens schon lange früher anfängt. Also, sage ich mal, Monate und Jahre vor der Trächtigkeit oft schon mit der Fütterung der Mutterstute. Und zwar ist es so, dass beim Pferd ist ja der Dreh- und Angelpunkt in der Gesundheit ist die Darmflora. Korrekt heißt es eigentlich Mikrobiom, also die Sammlung von allen Mikroorganismen, die im Dickdarm leben. Das Pferd ist ein Dickdarmverdauer und braucht halt dieses Mikrobiom im Darm, diese Darmflora, um entsprechend die Pflanzenfasern verwerten zu können. Und das ist eine echte Symbiose. Also geht es mehr als nur um Energiegewinnung, sondern die Mikroorganismen spielen eine ganz enge Rolle, auch im Stoffwechsel des Pferdes. Die stellen viele, viele Nährstoffe zur Verfügung, die das Pferd so selber nicht bilden kann und sonst auch nicht in der Nahrung hat. Und diese Darmflora, die muss da mal hinkommen. Bei Menschen ist ganz wichtig schon der Geburtsvorgang, weil die Scheidenflora der Frau sich halt kurze Zeit vor der Geburt ganz deutlich verändert. Und die Kinder, wenn sie durch den Geburtskanal gepresst werden, schon, sage ich mal, einen ordentlichen Schluck davon mitbekommen. Das ist so die Erstbesiedelung eigentlich für unseren Verdauungstrakt. Deswegen gibt es auch Unterschiede in der Darmflora bei Kindern, die auf natürlichen Weg zur Welt gekommen sind oder Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind, interessanterweise. Das ist beim Pferd, spielt das eine ganz untergeordnete Rolle, weil ja meistens auch noch so die Eihaut über der Schnute ist, wenn die durch den Geburtskanal gehen. Kann man sehen, wenn man mal Fohlengeburten gesehen hat, oft ist der Kopf quasi noch eingepackt, wenn das Fohlen aus der Mutter kommt. Was beim Pferd viel wichtiger ist, ist das, was man Koprophagie nennt, also das Fressen vom Kot der Mutter. Die Fohlen gehen hin,
schieben die oberste Schicht beiseite, beißen herzhaft rein und fangen an, aus der Mitte des Kothaufens den Kot zu fressen. Und darüber siedeln sich die Fohlen ihr eigenes Mikrobiom an. Und in der Natur ist das ganz schlau so eingerichtet. Denn nur eine Stute mit einer gesunden Darmflora schafft es überhaupt, aus dem Futter, was sie in ihrem Lebensraum findet, genug Energie zu gewinnen, um überhaupt trächtig zu werden. Eine Stute, die nicht genug Energie gewinnen kann, die ein gestörtes Darmmilieu hat, die nimmt gar nicht erst auf, weil der Körper sagt, ich habe gar nicht genug Energie, um überhaupt einen Fohlen zur Welt zu bringen, wir lassen das mal von vornherein. Es ist bei uns in der Haltung ein bisschen anders, weil wir natürlich über Kraftfutter und Ähnliches genügend Energie zur Verfügung stellen, auch wenn die Stute ein gestörtes Darmmilieu hat. Und deswegen haben wir halt tatsächlich bei uns eine Menge Zuchtstuten, die kein optimal funktionierendes Mikrobiom haben. Und das nehmen die Fohlen dann eben schon auf. Und dann kann es eben passieren, je nachdem, wie stark die Störungen sind, dass ich einen 6 Monate alten Absetzer kaufe. Und der ist eigentlich schon ein Patient. Der ist eigentlich schon krank, weil er eigentlich schon ein gestörtes Darmmilieu hat, falsche Mikroorganismen hat. Und dieser Vorgang, der dauert so, man geht davon aus, dass so nach 4 bis 5 Monaten das Mikrobiom stabil ist. Es gibt dann nochmal eine Änderung mit dem Absetzen. Wenn die Fohlen also komplett angewiesen sind, dann nur auf Raufutter und eben gar keine Milch mehr bekommen, dann gibt es nochmal eine Änderung. Und so ab 9 Monaten ist das dann fertig. Das ist stabil, das Mikrobiom, da ändert sich dann nicht mehr viel dran. Das heißt, das, was ein Fohlen aufgenommen hat, behält es ein Leben lang. Die Mikroorganismen, die siedeln in der Darmschleimhaut, die leben also in Symbiose mit der Darmschleimhaut und werden vom Immunsystem als körpereigen erkannt. Und deswegen kann man halt später das auch nicht wieder komplett umdrehen. Also wenn die Pferde als Fohlen schon falsche Mikroorganismen aufgenommen haben, dann haben sie ihr Leben lang tatsächlich da Probleme in der Richtung. Schwierig. Ja, okay, sehr spannend. Ich glaube, das wissen die wenigsten. Also man fängt ja dann oft immer erst an zu gucken, was braucht denn mein Fohlen eigentlich? Genau. Aber dass da im Voraus schon so ein wichtiger Grundstein gelegt werden kann und sollte, das ist sehr gut zu wissen. Genau. Ja, das wissen leider viele nicht und viele züchten halt auch mit Stuten, die Darmstörungen haben, die Kotwasser haben, die zu Durchfall neigen, die Blähungen haben. Also wo man ganz offensichtlich schon sieht, das Pferd hat Verdauungsprobleme. So eine Stute sollte eigentlich streng genommen nicht in die Zucht gehen, weil die natürlich genau dieses Problem an ihre Fohlen entsprechend dann weitergibt. Und da tut man dem Pferd keinen Gefallen. Und aus dem Grund also sollte man darauf achten, wie ist die Mutterstute gefüttert worden. Wenn die artgerecht ernährt worden ist, dann kann man immer davon ausgehen, dann ist zumindest mal nicht allzu viel schiefgelaufen. Und natürlich sollte auch das Fohlen kein extra Futter großartig dazu bekommen. Weil so mittlerweile ist es ja ein Trend, dass da Fohlenmüslis verkauft werden, so die man so ab der 2. Woche zufüttern soll. Ich sage mal, das ist Happy Meal für Pferde. Na, also, so ein Fohlen lebt von der Muttermilch und von Gras und Heu, was es mitfrisst und mit dem es also seine eigene Darmflora anfüttert. Und das reicht einem Fohlen. Da muss wirklich nichts anderes reinkommen. Ganz im Gegenteil. Mit diesen ganzen frühen Zufütterungen schadet man mehr, als man nutzt. Mhm. Ja, okay. Dann gehen wir mal zu dem Thema, wie setze ich denn sinnvoll mein Fohlen ab? Also wir haben jetzt die Mutter gut gefüttert, das Fohlen ist da. Das Fohlen bekommt die ersten Monate kein Zusatzfutter, nur Muttermilch, Heu und Gras. Und jetzt möchte ich es absetzen. Wie mache ich das denn? Ja, wie schon gesagt, in der freien Wildbahn läuft das halt relativ sanft, dass die Mutter also nach und nach sagt, so bleib mal ein bisschen auf Abstand, nuckel mal nicht 5-mal am Tag mehr, 1-mal am Tag reicht auch. Und das ist also ein relativ sanfter Prozess, plus die Pferde bleiben halt danach noch relativ lange in der Gruppe. Also bis 2, 3 Jahre bleiben die in ihrem Sozialverband. Bei uns ist in vielen Stellen genau das Gegenteil. Also da gibt es dann so den Stichtag. An dem Stichtag fährt der LKW auf den Hof, Klappe auf, alle Fohlen rein, Klappe zu, alle weg auf die Fohlenweide. Und das ist so das denkbar Schlimmste, was man machen kann. Erstens mal ist, wenn man das so nach, Entschuldigung, wenn man das so nach Stichtag macht, hat man zum einen das Problem, dass es da natürlich auch Fohlen gibt, die deutlich jünger sind, die halt einfach später gekommen sind und dann halt eben noch nicht mal 6 Monate alt sind, sondern vielleicht erst 4 Monate alt sind, also viel zu früh, um von der Mutter wegzukommen. Und zum anderen ist das halt eine relativ brutale Sache. Das ist so, wie wenn ich ein 3-jähriges Kind von seiner Mutter wegnehme und plötzlich in den Kindergarten stopfe und sage, so, das ist deine neue Familie, hier lebst du jetzt. Da kommt zurecht damit. Das würde kein Mensch machen, aber mit den Pferden machen wir genau das. Also deswegen sollte man den Absetzprozess immer möglichst langsam bestreiten. Optimal ist es immer so, wenn man zum Beispiel sagt, die Fohlen gehen dann tagsüber auf eine eigene Weide, die direkt neben der Weide der Mutterstuten ist, dass sie also einen Sichtkontakt haben. Die haben ihre Fohlenkumpel, die sie also aus ihrer Gruppe schon kennen.
Und haben aber tagsüber sind sie dann mal separiert. Muss ich den ganzen Tag alleine draußen in ihrer Fohlengruppe, nachts noch mit den Müttern zusammen und irgendwann kann man die auch in ihrer Fohlengruppe lassen. Und dann funktioniert das. Und das Ganze sollte man halt tatsächlich erst beginnen, wenn die Fohlen irgendwo so um die 8 bis 9 Monate alt sind. Also die sind meistens viel zu jung, wenn man das Ganze absetzen beginnt. Es ist, das machen natürlich viele Züchter, weil sie sagen, na, die Stute braucht jetzt ihre Kraft fürs nächste Fohlen, was da kommt. Ich bin eh kein so ein großer Freund, aus so einer Stute jedes Jahr ein Fohlen zu produzieren. Weil, also ich meine, jede Frau, die mal schwanger war, weiß, was für ein Kraftakt das ist. Okay. Und dann den Stuten zu sagen, das musst du jedes Jahr machen, das passiert auch in der Natur nicht unbedingt. Also in der Natur ist es schon so, wenn es gute Futter- und Lebensbedingungen gibt, ja, dann kriegen die schon auch mal jedes Jahr ein Fohlen. Aber oft genug setzen auch Wildpferdestuten auch mal 1-2 Jahre aus zwischendurch und nehmen halt gar nicht auf. Mhm.